Meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Overcooked. Hallo Tiger. Hallo. Der Tiger ist gerade sich am Stärken. Deswegen habe ich schon mal angefangen. Und ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wer letzte Folge zugeschaut hat, weiß, dass wir ein kniffliges, aber eigentlich machbares Level vor uns haben. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie man sich da besser koordinieren kann. Und mal gucken, ob das klappt. Ja, du solltest ja auf jeden Fall mal Gedanken machen. Habe ich. So, derjenige, der hacken kann, der sorgt immer dafür, dass alle Zutaten so irgendwie auf dem Band vorhanden sind. Und derjenige, der in dem Moment kochen muss, der kocht dann halt. Logischerweise. Dann musst du mir jetzt die Sachen geben. So. Ich gebe dir jetzt alle Teller. Genau. Ja, die Teller können wir rumfahren lassen. Ja, aber dann stockt das ja alles. Irgendwann kommt da nichts mehr rum. Ja, doch. Nee. Oh, doch. Komm. Nee, die Teller rumfahren lassen macht Sinn, weil ich muss hier... Warum habe ich hier so viel Salat? Das ist ein Patty. Wir brauchen das mal einmal. Achso, da wir ja nur Hamburger machen, kann ich auch hier direkt schon mal die Patties drauf machen. Wow. Oh nein. Unternehmen. Ah ja, sehr gut. Okay, das hat nochmal geklappt. Mir die Pfanne geben? Wieso, du hast doch eigene Pfanne. Wieso? Oh, den kann ich schon mal abgeben. Sehr schön. So, jetzt hacke ich die Zutaten. Oh, da ist jetzt aus Versehen Salat drauf. Du musst mal ein paar Zutaten noch draufpacken. Achso, was mache ich denn hier? Damit ich die dann behacken kann. Ja. So, das mit dem Teller ist kein Problem. Die Buns aufs Dingsling brauchst du eigentlich nicht. Alter. Du brauchst wieder ein Fleisch weggeworfen. Ja. Spül mal hier. Direkt neue Teller haben. Warum ist hier ein Bun? Weil du das da drauf geworfen hast. Ja, aber das brauchen wir ja wieder. Ich bin runtergefallen, weil ich oben geguckt habe. Das war doof von mir. Hast du was dabei? Ja, vielleicht. Was Wichtiges? Vielleicht auch was Wichtiges. So, wir müssen uns jetzt hier Fleisch. Wir brauchen mehr Fleisch. Wir brauchen für jeden Burger Fleisch. Und wir haben nicht genug Fleisch. Ja, weitermachen. Guck, der stoppt da jetzt. Okay. Ja, aber nur kurz. So, Käse. Brauchen wir einen Käseburger? Wir brauchen auch einen Käseburger. So, dann mache ich den hier mal in die Pfanne. Was brauchen wir denn als nächstes? Käse nicht. Was denn? Okay, die beiden Burger, die als nächstes dran sind, kriege ich fertig. Käse und Käse. Cheeseburger, zweimal. Der hier. Das wären unsere beiden Cheeseburger. Oh, oh. Nein! Mach kein Scheißspiel. Ach, sehr gut. Oh, das war knapp. Stark gemacht. So, ich packe meine Pfanne jetzt erstmal hier. So, dann kann ich den Käseburger abgeben. Wir fehlen eine Pfanne. Ja, das ist dann deine Schuld. Du darfst... Hier ist eine Pfanne. Fertig, warte. Ich brauche einen Teller. Du musst da auf jeden Fall drauf. Ja. Hier, dann kriegst du deine Pfanne wieder. Wir brauchen einen Burger mit Salat und da fehlt nur noch Käse. Nur noch einmal Käse. Ich schmeiß mal den Käse rüber. Alter. Ist da neben so Platz? Okay, ich behalte die mal eben. Ich glaube, es geht gleich nämlich weg. Ja. Dann spüle ich hier lieber. Ich hab den Käse. Was hast du denn gebraucht? Den Käse hätte ich gebraucht. Da kommt Käse. Jetzt schaffen wir das nämlich nicht. Selber häckseln. Ich kann den halt selber häckseln. Kann ich nicht. Ich kann den haben. Ja, schnell. Na, ich glaube nicht, dass wir den Käse noch bekommen. Ja. Unnötig. Gib mir den, gib mir einen Teller. Ich brauche Teller. Hier ist kein Platz. Noch nein. Ist der Salat drauf? Oh. Egal, ich hab noch einen. Oh nein. Teller. Kommt einer. Ich brauche einmal alles auf dem Burger. Okay. Ich habe hier keinen Mülleimer. Den habe ich. Ja. Ist da nicht ein Teller fertig hinter dir? Nein. Ein ganzes Brot? Doch. Ja, der ist fertig, ja. Hauptnase. So, gleich mache ich hier weiter. Oh, das wird aber knapp. Ah, ich hätte jetzt... Ich habe auch verpennt, gerade ein paar Zutaten drauf zu packen. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch was wird. Bin mir auch nicht sicher, ob das noch was wird. Einen Burger in die Pfanne geworfen. Die Pfanne. Oh, also wir haben einen Stern geschafft, das weiß ich, aber das reicht uns noch nicht, oder? Weiß hey, nicht. Cool, wir haben Roboter. Oh. Ne, der sagt nur 1-0-0-1-1-0. Er sagt Wally. 1-0 Wally? Wollen wir das Level nochmal versuchen oder wollen wir weitergehen? Kommt doch an, ob wir noch mehr brauchen. Gucken wir mal. 88 könnte knapp sein.
88 ist doch immer gut. Oh. 92. Okay, wollen wir das Sternchen. Level nochmal versuchen? Das hier versuchen? Oder willst du woanders gucken? Ist das egal, wie du willst. Da ist auch wieder so ein Bonus-Level bestimmt. Ja. Warum kriegen wir die denn nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht brauchen wir wirklich alle drei Sterne irgendwie. Warte mal, 2, 3. Geht es in diese Richtung? Nee. 2, 2, 2, 3. 2, 4 haben wir alle. 2, 5 haben wir nicht alle. Guck mal hier nochmal rein. Ja, warum nicht? Und 2, 6 auch. Vielleicht brauchen wir echt natürlich immer einfacher, wenn wir nur einen Stern da hätten. Dann könnten wir zwei sammeln. Ja, ja, richtig. Aber alles gut. Du könntest das halt nicht aussuchen. So, wo bin ich da unten? Ich bin da oben. Was muss ich machen? Wir brauchen Burritos. Ich weiß es nicht. Ich hacke einfach. Hühnchen und Reis. Wo ist Reis? Wo ist denn Reis? Hier, da. Hallo. Das brauchen wir. Nein, jetzt fährt es wieder weg. Das haben wir Achseln. Wir brauchen ja eh mal Burrito-Dinger hier. So, da ist der Reis fertig. Hier einmal Reis rein. Wir brauchen auch in jedem Burrito Reis. So, die nächsten vier Sachen bin ich schon hier am Braten. Ja. Okay, wir haben hier Reisburritos. Du kannst dann die Zutaten da reinfüllen, ne? Ich frag mich, was du da manchmal machst. Was denn? Ich frag mich, was du da machst. Warum legst du die Teller, obwohl ich schon alles vorbereitet habe? Das ist alles gut. Nein, das ist nicht alles gut. Da. Das ist unnötig. Guck. Was die Teller gleich bei mir? Tu da drauf ein Hähnchen, genau. Ja. Okay. Du musst auf jedem Teller kannst du schon mal Burritos machen. Oh. Sorry. Oh, verdammt. So, Reis. Und Reis. Da kannst du dann die Zutaten, die gebraucht werden. So, das Fleisch kannst du da jetzt zum Beispiel schon mal reintun. Und dann kannst du den abgeben. So könnte das klappen. Ich kümmere mich um Reis und Burrito und du nur um die Hühnchen und Fleisch, okay? Und dann muss ich das Problem ist, Teller müssen wir auch noch abwaschen. Das mache ich jetzt. Das kannst du machen. Wenn mal Hähnchen fertig, mach wieder Fleisch. Ja. Verwurf. So. Ich mal vor, wir wären zu viert. Dann würde der das ist ja voll sein. Geil, Alter. Könnte jeder eine Sache machen? Jeder eine Sache. Das wäre alles easy dann. Da haben wir neue Teller? Nimm den mal mit. Dann tu den darüber. Da musst du noch einen Burrito rein. Der Burrito kommt jetzt zu dir rüber. Mach das da mal. Oh nein, den Reis halt zu weit geworfen, oder? Hier. Ja. Okay, dass du mich wegschubst. Kein Problem. Okay, am Anfang lief es noch runter, irgendwie, aber dadurch, dass man halt die Teller abwaschen muss, die machen unseren Rhythmus kaputt. War der hier nicht fertig, der Reis? Nee. Ja. Also ich hab da immer was fertig. Ja, so. Das Teller abwaschen macht meinen Rhythmus kaputt. Ja, ja, klar. Aber es kommt gleich. Ich wasche dann die Teller ab. Das Reis. Komm, zwei kriegen wir locker noch fertig. Ich hol die Burritos. Der Fleisch drauf. Ne? Ich mach das gleich im Gebab. Ich kümmere mich unten. Okay. Ja, war gut. Ich brauch noch ein mit Fleisch. Ah, noch Fleisch habe ich noch. Hast du Reis fertig? Nein, kein Reis mehr. Ich guck, ob wir noch einen Reis fertig bekommen. Mach schon mal einen Teller soweit fertig. Komm, wir lass doch drauf. Fleisch. Dann hier der Burrito. Ach, nee. Okay, egal. Aber hat, glaube ich, gereicht, oder? 7x27. Boah, das sah gut aus. Ja! Ey, wenn wir voll konzentriert und serious an die Sache rangehen, ist es ja gar kein Problem. Dann bin ich, ne. Ja. Wir sind aber auch schon krass gelehrte Leute hier. Ja, ja, wir haben sehr viel Experience gesammelt schon mittlerweile. Und dann machen wir hier 92, noch... 92, ne? Ja, wir haben 89. 89, oh Gott. Oh Gott, das war dieses, wo immer einer auf einer Seite sein musste. Was? Ach so, oh ja. Okay, gucken wir, ob wir das nochmal schaffen. Gibt es halt für die Zuschauer heute so einen kleinen Flashback. Haben die Burger dazu. Ja, die Bürgermeister sind wir ja eigentlich, ne? Nee, schon mal. Oh, diesmal bin ich auf dieser Seite. Ja, sag ich doch, wir wechseln die Seite. So, wir brauchen immer Burger, das heißt, ich kann das schon mal machen. Muss schneiden. Oder. Au. Aua.
Und beim ersten muss Käse drauf, also tue ich auf einen schon mal Käse drauf. Ja. Mehr Fleisch. Mehr Fleisch und Käse und Fleisch. Fleisch muss ja auch immer raus, ne? Ah, nein. Unten, unten, unten. Oh. Alter. Da, runternehmen. Ja, ja. Warum auf den? Ah, okay, ist normal, ist okay. Alter, hab ich mal weggeschubst. Käse, Fleisch. Fertiger okay, Burger, hier. Fertig, fertig. Okay, okay. Da muss drauf Fleisch. Fertig, mitnehmen. Brauchen wir zum Schnitzeln. Käse vielleicht auch. Also Käse aus Wänden. Aber das ist halt das auch okay, hinterbleiben. Hier. Bin hier fertig, soll ich nachgeben? Oder willst du da Käse drauf tun? Nee, warte mal. Doch, da muss noch ein Käse drauf, ja genau. Abwaschen. Jawohl, abwaschen. Jawohl. Warte, erstmal noch hier Fleisch. Soll ich den abgeben? Ja. Guck immer, was gerade so als nächstes gebraucht wird. Hier. Okay, ich bleib wieder oben, ne? Ja, ja. Bleib die ganze Zeit oben und links. Nein! Und oben. Was denn? Nichts, nee, alles hast gut. Du weggeworfen? Ich hab so einen Typen da in unser Restaurant abgeworfen. Hier kommt schon der Burger drauf. Boah, wir besorgen dir die Buns. Ja, du musst Buns einfach nur drauf tun. Ja, ja, mach ich das schon. Ich kann jetzt den Abwasch machen. Ich brauche mehr Fleisch zum Dingsen. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus, Tiger. Wir sind hart konzentriert und hart dabei. Ja. Da fehlt eine Pfanne. Wo ist die Pfanne? Da oben. So. Ich hab mein Schneidbrett da geschmissen. Ja, du brauchst einen Teller noch für. Schmutziger Teller, ist doch egal. Hier, schmutzige Teller. Unten das Fleisch. Mach einfach drauf, ich kümmere mich gleich um die Buns. Ich bleib oben. Das Käse. Ja, der ist jetzt bei dir. Egal. Komm, der muss hier rein. Burger kann abgegeben werden, der eine. Ja. Brauchen wir Fleisch, müssen wir Fleisch machen. Ich kümmere mich. Ein muss Käse, auf den anderen nicht. Mehr Fleisch. Ja, ich bin dabei. Zack, zack. Doppelhacken. Doppelhacken. Okay. Hab ich noch. Oh. Hier, Fleisch drauf. Wir brauchen einen ohne Käse. Hier unten Käse. Hier, ja, rauf. Zack, zack. Nein, kein Käse. Ja, Fleisch ist gut. Oh, ich nice. Falsch übergeworfen. Egal. Wir haben die Skills. Alter, es okay, läuft, Digga! Okay. Hier ist mein schmutziger Teller. Wir sind voll die Profis. Oh. Nein. Hier, schmutziger Teller. Nein, ich muss um dann. Kann ich irgendwas mitnehmen hier, denke ich. Hier muss noch Käse drauf, hab ich. Da ist kein Teller. Mit dem Teller. Ich brauch Teller. Fleisch. Alter, wir sind gut. Tobias, wir sind gut. Ich hab ein gutes Gefühl. Richtig krass. Wir rasten gerade richtig aus. Ich mach dir noch einen Käse, falls du einen brauchst. Oh, ja, brauchst du. Nein. Oh. Nein. Oh. Kann man hier eigentlich rum? Guck mal, man kann hier rum, Alter. Was ist das denn? Oh, wir sind ja Idioten. Ja. Egal. Wir haben es ja trotzdem gut gemacht bisher, oder? Mehr Buns. Oh, jetzt ist von der Hand auf den anderen getan. Ja, das war auch nicht der Plan. Schmutzige Teller, ich kann den nichts hin tun. Ja, weil du die Pfannen auch immer doof abstellst, du Nase. Das bin ich nicht, das bist du. Ich bin ganz, ganz bestimmt. Guck mal, ob du den da noch abgeben kannst. Hättest du den mit Käse abgeben sollen, ja, vielleicht. Ja, du hast halt. Nee, ja. Haben wir noch ein Fleisch? Nee, ne? Ja. Warte, nee, jetzt kriegen wir auch nicht mehr fertig, glaube ich. Das kriegen wir nicht hin. Ein Bann hier drauf. Nimm den Teller in der Hand. Ja, und stell ja dich vors Fleisch. Vielleicht klappt es noch. Ich glaube nicht. Ah, ne, schade. Ah, aber trotzdem war Hilfskopf. Gut. 951 Punkte hat gereicht. Hilfskopf. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Sehr schön. Gut gespielt. Ich dachte nur, dass wir jetzt beide Tiere sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Leute, sagen, also ich habe auf Fortfahren gedrückt, aber irgendwie ach so. Ist ja auch egal.
Ja. Die Zeit wieder rum? Ja, eigentlich schon. Uns fehlen noch zwei Sterne. Uns fehlen immer noch zwei Sterne. Am besten machen wir einen, wo wir nur einen Stern haben, zumindest. Ja, aber wo haben wir nur einen Stern? Außer in dem Level, ja, in dem neuesten Level haben wir noch einen Stern. Ah, ich meine, den will ich nicht mehr. Ist zu hart. Ja, bestimmt irgendwo nur einen Start. Yeah. Okay, dann machen wir das Level jetzt ja, auch das noch. Ist ja unser Lieblingslevel. Oh Gott. Jetzt nochmal zurück. Oh nein. Ich fahre. Oh nein. Oder willst du diesmal nicht noch fährst du? Oh nein. Ich fahre. Ja, erstmal hier zu den Sachen. Verpiss dich. Brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir auch nicht. Hier, ich brauch das da oben. Okay. Ich brauch das nochmal. Ich habe keinen Platz mehr, um das hinzutun. Ich will schneiden. Schneiden. Mehr schneiden. Ey. Ich brauch gar keine Pilze. Egal. Ich hab keinen Reis. Idiot. Du bist ein Idiot. Okay, was machen wir jetzt? Genau, helf mir da mal. Das kommt ja gar nicht rein. Kann ich darauf werfen? Nein, kann ich nicht. Ist. Lass uns mal rüberfahren. Wir brauchen Reis. Tu direkt neuen Reis rein. Okay. Was, wohin geht's? Keller. Ich frag mich, was du da machst. Das ist unglaublich, dir zuzuschauen. Macht richtig Spaß. Wir müssen halt braten. Du musst ja zum Braten irgendwann gehen. Ja, hier ist Reis fertig. Da musst du auch mal sagen. Ja, schnibbeln. Das Einzige, was du die ganze Zeit immer sagst, ist, nee, das brauchen wir gar nicht. Wir haben nichts zum Braten. Hatten wir alles schon, wenn du es nicht über die Klippe geworfen hättest. Das habe ich nicht. Und los zum Schneiden. Okay, rüber. So, sagen wir hier drauf nochmal einen Fettchen. Wir haben nichts zum Schneiden, nicht so ein Dingsen abgeben. Alter, ist das hart, dieses Level. Ach was. Schnibbeln oder abgeben. Okay, oh, ich hab schon wieder was weggeworfen. Yes. Mann! So, Sachen holen. Und. Schneiden. Schnibbel, wir brauchen Teller. Braten. Teller. Oben rechts ist ein Teller auch. Ja, unten. Oben ist ein. Achso, da unten ist auch einer. Hab ich nicht gesehen. Wir brauchen auch einen Bann. Hm? Das klappt sowieso nicht. Kann er nicht. Mach der jetzt ein Fenster fertig. Kochen. Das ist hart, Mann. Ich bin voll überfordert. Ja, ach was. Was brauchen wir noch? Das gebratene. Ja, ist fertig. Abgeben. Okay, noch ein gebratenes Huhn. Direkt Fleisch mit. Auf was sind wir davon? Wo spielen wir eigentlich? Oh. Wo schauen wir das an? Haben wir ganz viel fertig? Machen wir zuerst Hühnchen. Wir haben ja zwei Teller hier. Ja gut, wir brauchen zuerst Hühnchen. Was machst du? Du machst natürlich das Fleisch. Ja, wir brauchen halt Reis. Ja. Reis. Hm. Ja. Ich mach direkt drei nur. Jetzt kannst du das Fleisch stehen. Ja, tatsächlich, du bist ein guter Koch. Wir brauchen tatsächlich zuerst das. Du bist ein Profi. Das wusste ich. Der hier ist fertig, wir haben keinen Teller. Okay. Katastrophen. Dann schaffen wir noch. Katastrophen. Trifft's ganz gut, würde ich behaupten. Irgendwo Fleisch. So, Ladies and Gentlemen, Sie haben gesehen, was passiert, wenn Tiger das Kommando hat. Du warst am Lenkrad. Au! Guck, du kannst ja auch nicht werfen. Ist auch nicht getroffen. Ich hab dich runtergeworfen, das war mein Ziel. Ja. Ein Stern kriegt man, wenn man mit Tiger am Hebel sitzt, alles klar. Letztes Mal haben wir auch nur einen Stern gehabt. Ja, letztes Mal war es aber auch das erste Mal.
So, Leute, ja, das war's dann für diese Folge heute. Wir sind immer noch auf der Jagd nach genug Sternen für das nächste Level. verzeiht uns das, dass wir so ein bisschen in die alten Level zurückgehen, aber es ist ja eigentlich mal ganz cool, mit unserer neu gewonnenen Experience mal in die alten Level zurückzugehen und gucken, wie sehr sie uns fordern. Und ich würde sagen, wir probieren dieses Level das nächste Mal nochmal, indem Tiger fährt und ich die Ansagen machen und gucken, ob das dann gerechtfertigt ist, dass ich da Tiger ein bisschen angepöbelt habe oder ob ich mich genauso doof anstelle. Also, schalte auf jeden Fall wieder ein. Es wird lustig. Bis dann, lasst euch gut gehen, habt einen angenehmen restlichen Abend und macht's gut. Bis nächstes Mal, tschüssi. Tschüsselö.